So, 9:01 Uhr, dann starten wir, würde ich sagen, ne? Genau, denn Pünktlichkeit ist eins der Erfolgsfaktoren von Barcamps. Deshalb starten wir jetzt pünktlich. Ja, einen schönen guten Morgen euch für den zweiten Tag der LOSCON 22. Wir haben heute den Barcamp-Tag, nachdem ihr gestern richtig euch einstimmen konntet als auf das Thema mit den Lightning Talks und mit den Vorträgen und vielmehr noch mit den vielen Gesprächen am Abendevent. Barcamp, vielleicht mal ganz kurz Hand heben. Wer von euch war noch nie bei einem Barcamp? Oh, da geht höchstens 1, 2, 3 Hände hoch. Das ist sehr schön. Ja, vielleicht bei den euch Onlinern, wenn ihr kurz mal auch dort die Hand hebt, damit wir wissen, aber die gleich wieder zurücknehmen dann. Ja, okay, sind auch nur ganz wenige. Ja, denn nur eine ganz kurze Erklärung und diejenigen, die heute neu sind, stellt Fragen an eure Nachbarn, die haben wahrscheinlich mehrere Barcamps schon erlebt in der Zwischenzeit. Barcamps sind selbstorganisierte Veranstaltungen. Und es gibt drei Grundprinzipien, ich will gar nicht sagen Regeln, aber Prinzipien, die in Barcamps dafür sorgen, dass sie gut ablaufen. Und das erste Grundprinzip ist so die absolute Freiwilligkeit. Also jeder von euch kann überlegen, ob er eine Session anbietet oder ob er nur teilnehmen möchte an einer Session. Jeder von euch kann überlegen, ob er in einer Session mitreden will oder nur zuhören will. Und jeder von euch kann auch überlegen, die Session ganz zu meiden und draußen vielleicht ein paar Gespräche zu führen. Also ihr gestaltet heute vollkommen aus eigenem Antrieb eure ganze Tagesagenda. Und lasst euch wirklich von euren persönlichen Interessen leiten. Das klingt ulkig, auch wenn dies ja für viele eine dienstliche Veranstaltung ist. Aber die persönlichen Interessen sind in der Regel auch die, die euch sowieso drücken. Also alles, was euch so im Business drückt, werdet ihr versuchen, irgendwie zu klären. Und dementsprechend wählt ihr danach die Sessions aus, die euch persönlich am meisten interessieren. So, und wenn ihr jetzt nach der Session-Vorstellung feststellt, naja, also das, was mich eigentlich interessiert, ist gar nicht dabei, dann liegt es an euch, eine Session dazu anzuregen. Und Sessions müssen nicht heißen, dass ihr das Wissen einbringt dazu, sondern Sessions sind auch gut, wenn man nur eine Frage stellt. Ich höre immer vom Metaverse beispielsweise, was ist das eigentlich, hat sich schon jemand beschäftigt? Und lasst euch mal überraschen, wer dann alles dazukommt und wer seine Erfahrungen mit einbringt. Solche Fragesessions sind in der Regel sehr, sehr hilfreich. So, die zweite Grundregel ist so, jeder Beitrag ist willkommen. Das heißt so, wir freuen uns über ganz unterschiedliche Sichtweisen. Und ihr merkt schon, Barcamps sind so Netzwerkveranstaltungen und Netzwerke haben den riesen Vorteil, dass man diese Vielperspektivigkeit erlebt. Bei allen anderen Formaten, die wir bisher so üblicherweise kennen, Vorträge, Bildungsveranstaltungen, da gibt es eigentlich immer einen, der vorne steht, der seine Meinung erzählt und dann war es das. Und man hat oft so das Gefühl, naja, ist ja alles ganz stimmig, was derjenige da erzählt, aber vielleicht kann man das auch ganz anders sehen. In Netzwerken bekommt ihr automatisch immer alle anderen Sichtweisen auch mit, wenn es so ein Klima gibt, dass jeder mitreden darf. Deshalb bei Barcamps, freut euch drüber, wenn es auch ganz andere Meinungen gibt, wenn es auch ganz andere Sichtweisen zu dem Thema gibt und nehmt es einfach zur Kenntnis und habt nicht so den Drang, auszudiskutieren, wer nur recht hat. Aus verschiedenen Perspektiven sehen die Dinge nun mal anders aus und freut euch, mit diesen vielen neuen Perspektiven euer Bild viel leichter zusammensetzen zu können, als wenn ihr nur immer eine Perspektive hört. So, das ist das Zweite. Und das Dritte ist so dieses gleiche Augenhöhe-Prinzip. Und gleiche Augenhöhe-Prinzip heißt, man lässt bei Barcamps alle Titel weg, man lässt die Nachnamen weg, man spricht sich beim Vornamen an und natürlich bei Barcamps auch mit dem Du. Das ist bei euch ja gar kein Problem, aber falls ihr mal ein Barcamp macht, sagt so, morgens führen wir das Barcamp-Du ein und das endet dann mit dem Ende des Barcamps, damit alle
wissen, morgen muss man sich nicht fragen, sind wir eigentlich beim Du oder ist der übliche Zustand wieder in einer Organisation beispielsweise dran. Ne? Aber hier bei euch kein Problem, also da sind wir beim Du. Gleiche Augenhöhe heißt auch, das Einzige, was zählt, was Menschen einbringen, sind ihre Beiträge. Nicht irgendwelche Titel oder irgendwelche Funktionen, die sie mitbringen. Und das kriegen wir hier, glaube ich, ganz besonders gut hin. Ja, ich glaube, das wäre das Wichtigste. Gibt es Fragen zum Barcamp? Ja, vielleicht Ablauf noch kurz. Wir machen jetzt den Session Pitch. Und Session Pitch bedeutet, diejenigen, die heute eine Session anbieten, die werden ganz kurz darstellen, was in der Session passieren soll, damit ihr euch entscheiden könnt, ja, ist interessantes Thema, ich gehe dahin oder nee, ich gehe lieber in ein anderes Thema. Wenn ihr nachher in der Session sitzt und ihr stellt fest, ihr habt euch was ganz anderes vorgestellt unter dieser Session, dann habt ihr immer zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, sich so in die Diskussion einzubringen, dass die Gespräche in die Richtung laufen, die ihr euch wünscht. Oder ihr stellt fest, oh, die sind alle auf einem ganz anderen Dampfer. Dann dürft ihr einfach aufstehen und die Session verlassen. Und die Onliner haben es ja noch leichter, die sind mit einem Klick draußen und dürfen in die nächste Session gehen. Also macht euch da keine Gedanken, das ist kein Urteil über die Session oder über den Sessiongebenden oder die Sessiongebende, sondern das ist einfach eure aktuelle Entscheidung, das ist jetzt nicht mein Thema, ich kümmere mich lieber um was anderes. Also auch da, ihr selber gestaltet euren Tag heute. Das macht ihr auch während einer Session und könnt jederzeit wechseln. So, nach dem Session-Pitch haben wir noch ein klein bisschen Zeit. Hoffentlich, wenn wir es schaffen, eine kleine Pause. Und dann starten wir, glaube ich, pünktlich um 10 Uhr mit den ersten Sessions. Und ihr habt gestern erlebt, die Online-Teilnehmenden oder Teilgebenden sollen genauso mit eingegliedert sein. Also es liegt an euch, auch wirklich immer auf die Bilder zu achten, ob jemand die Hand hebt oder ob jemand von den Onliner dazukommt, sodass das ganz egal ist, wo jemand sitzt. Ob der zu Hause sitzt oder hier nebenan am Tisch sitzt. Alle, die in einer Session sind, gehören genauso dazu. Vielleicht dazu noch so ein Bild, das ihr euch immer vorstellen könnt. In einer Session stellt euch vor, ihr sitzt hier in der Präsenz in einem Halbkreis. Und der andere halbe Kreis ist, da sitzen die Onliner. So, und wenn ihr euch das immer im Kopf vorstellt, ihr merkt, schaut dann auch alle so ein bisschen in Richtung Kamera, damit ihr die Onliner auch sehen könnt. Die Kamera steht in der Regel neben dem Monitor, sodass er auch ohnehin dahin guckt, sodass einfach so dieses innere Gefühl da ist, wir sind nicht nur die, die hier im Raum sitzen, sondern auch die, die da draußen sind. Auch die Online-Teilnehmenden, wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendwas für euch nicht passt oder nicht gut zu hören ist, sofort melden. Also was vielleicht nicht schlecht ist, pro Session so ein Online-Buddy, so wie Nicole den Online-Buddy übergreifend spielt, ne, dass man sagt, einer achtet so ein bisschen drauf, wenn irgendwas nicht passt, nicht gut zu hören, zu sehen ist, dass dann direkt eben ein Hinweis kommt. Genau. Und noch so ein letzter Hinweis. Natürlich ist es dann auch wichtig, dass man immer aufs Mikrofon achtet. Also sprecht in der Session nur, wenn ihr ein Mikrofon in der Hand habt. Und Mikrofone sind die, jetzt sind zwischen den Sessionräumen verteilt, diese schönen roten Würfel. Da ist ein Mikrofon jeweils eingebaut, sodass ihr damit auch sichtbar werdet für die Onliner. Wer den Würfel in der Hand hat, ist der, der gerade spricht. Ne? Ja, Fragen zum Barcamp und zum Ablauf heute? Keine. Dann könnten wir mit dem Session Pitch starten. Können wir einen Session Pitch? Genau, ich habe euch das Programm. Ups. Bei mir bewegt sich die Maus, aber hier nicht. Moment. Ich entteile nochmal und teile nochmal neu. Zip, zip, zip. Jetzt soll es sich nicht mehr aus. Genau. Also immer wenn ihr das Programm aufmacht, springt es automatisch an die Stelle, was gleich der nächste Punkt sozusagen ist. Ne? Da sieht man noch den Single-Track von gestern und heute gehen wir in die Breite. Wie der Karl-Heinz gesagt hat, wir haben hier quasi 6 Sessionräume, von uns, von mir, von der Bühne aus gesehen links, von euch im Blick Richtung rechts sind. Diese beiden rechten Sessionräume hier sind reine Online-Räume. Also das heißt, wenn ihr an der Session in Raum Alderan oder Nabu teilnehmen wollt, dann ist es nicht in einem der Räume, sondern müsst ihr euch irgendwo ein Eckchen suchen, wo ihr euch dann online quasi einwählt in die Session.
Und das seht ihr auch, gestern hatten wir noch 2 Slots frei. Heute hat über Nacht hat's die Nicole noch erwischt mit der Liberating Structure Session. Die ist krank geworden, das heißt, die fällt auch raus von 10. Das heißt, wir haben im Prinzip noch 3 Slots frei. Es gibt auf Slack gibt's einen Kanal Session Pitch. Da hat, glaube ich, die Katrin schon reingepostet, genau. Wenn ihr da jetzt noch Session-Vorschläge habt, postet. Machen wir am Ende auch die Vorstellung dann von den Sessions, die neu dazugekommen sind. Ja, Frank? Ja, machen wir mit Mikrofon, wenn es länger ist. Können wir Sessions von heute Mittag vorziehen? Dann haben wir gegebenenfalls Zeit. Nein, wir ziehen nichts vor, weil da sind überall hartcodierte Links dahinter. Sorry, das ist ein Riesenaufwand, die alle wieder auszutauschen. Außerdem haben sich einige Leute auch schon. Und die Leute haben es halt im Terminkalender schon drin. Ne? Das wäre jetzt, glaube ich, ein großes Gewusel. Ich hatte im Slack gerade gesehen, Ton ist teilweise weg. Passt das wieder? Ist der wieder da? So lala? Brüchig? Funktioniert. Du warst zwischendurch immer kurz weg, aber der Ton hat es dann wieder eingeholt. Also bei uns wurde auch kurz angezeigt, irgendwas ist schiefgelaufen, aber der hat sich dann wieder gefangen. Jetzt sieht es eigentlich normal aus, zumindest. Ja, er wirkt wieder stabil auch bei uns. Okay, alles klar. Gut, und was wir noch für eine Besonderheit haben, das sind die 4 Blöcke hier rechts. Das sind die Assemblies. Das sieht man hier, Wissensmanagement Assembly, WOL Assembly, Podcasting Assembly. Das sind einzelne Tische hier. Da ist wahrscheinlich kein festes Programm. Vielleicht ist an manchen Tischen ein Programm. Wir würden die Assembly-Owner auch kurz bitten, wenn die Sessions vorgestellt werden, ein paar Takte dazu zu sagen. Na, im Prinzip, wenn man jetzt zur WOL-Assembly geht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man da Leute trifft, die was sich zur WOL austauschen wollen. Oder Podcasting-Assembly, da steht ein Podcasting-Set. Na, da kann der Karl-Heinz oder der Leonid oder ich, wenn ihr da Fragen zum Podcasting habt, sprecht uns einfach an. Das machen wir jetzt aber in der Vorstellung dann mit. Genau, Moment, dann machen wir das groß. Vielleicht die Session-Owner, die online sind, hebt in Teams wieder die Hand, weil dann kann ich euch einfach dann sehen, identifizieren. Und die anderen, da müsstest du jetzt hingehen, Karl-Heinz. Ja. Die erste Session wäre der Alfred und die Sandra mit Working Out Loud. Ja. Und der Kurt müsste die Kamera... Vielleicht kommt die aber besser nach vorne. Oder kommt nach vorne, genau. Die Onliner genau. Euch sehen. So, und vielleicht kommen die Nächsten schon, Achim und Tanja, kommt ihr vielleicht auch schon nach vorne, Gerrit und Simon. Hey, wir sind zu zweit hier und wir haben auch noch physikalisch hybrid noch einen dritten, noch eine dritte, Barbara, unserer Leuchtturm aus dem Norden, Barbara Hilgert, wird online mit dabei sein um 10 Uhr, kommt zu Wissensmanagement out loud. Woll, neu definiert und neu erfunden und wir werden euch einladungsbasiert, niedrigschwellig einladen, diese Methode kennenzulernen und euch Fragen beantworten. Wir haben schon sehr viele Erfahrungen mit der Methode und es geht um Haltung, Haltung, Haltung. Seid dabei, 10 Uhr hier Raum Leia und wer keine Zeit hatte, kann danach noch in der Assembly uns Fragen stellen. Bis später. Danke euch. Dann haben wir den, ja, genau. Dann haben wir den Achim und die Tanja laut Programm und du bist auch noch mit dabei. Dann tragen wir dich noch Katharina. Nach. Ja, hallo. Also bei uns geht es um Community Management. Wir sind aus dem AutorInnen-Team vom LernOS Guide für Community Management. Und vielleicht vorab, wir haben aus diesem Team heraus mit unterschiedlichen Gesichtern heute 3 Sessions im Angebot und die wollen wir auch natürlich ganz klar abgrenzen. Die erste Session geht tatsächlich, ist gedacht als Einführung in den LernOS Community Management Guide. Da sagen wir, was euch dort erwartet, wie ihr damit arbeitet, sagen ein bisschen was zu den Inhalten und beantworten natürlich Fragen. Erste Teams haben es schon im Pilot. Und natürlich können sich auch Menschen dazu gesellen, die einfach locker interessiert sind, vielleicht in einen Circle einzusteigen oder vielleicht auch schon eine konkrete Absicht haben. Wollt ihr noch was hinzufügen? Ja, macht die Fenster, ja, macht die
Okay, dann übernehme ich mal die zweite Session. In der zweiten Session wollen wir mit euch diskutieren, was sind eure aktuellen Herausforderungen im Community Management? Auf welche Themen stoßt ihr? Was sind die Trends, die ihr seht? Wir werden aus unseren Erfahrungen berichten und freuen uns auf einen gemeinsamen Austausch in Let's Talk Communities. Gleicher Raum, Luke um 11. So, Gerrit Mauch, bist du schon hier? Sieht nicht so aus. Oder dann die Franziska, dann sag mal nur den Titel, trainiere, wie du spielst, Wissenserfassung und Entwicklung per Teams-App beim Bayernwerk. Ja, vielleicht kommt er ja gleich noch. Und dann ist Simon genau, dran. Dann, genau, der Daniel ist auch da. Ja, guten Morgen. Auch von meiner Seite, was erwartet uns? Wir haben bei Audi in der Rechtsabteilung, ich bin in der Rechtsabteilung, Wissensmanagement eben gerade aufgebaut, zusammen auch mit dem Simon. Und ich würde euch einen kleinen Einblick geben, wie wir das gemacht haben und würde mich auf eine angeregte Diskussion mit euch freuen. Danke dir. Genau, online haben wir keine. Die Annette hat gerade geschrieben, könnt ihr die Bühne teilen? Ich verstehe nicht ganz. Ihr müsstet eigentlich das Programm sehen, hier, was hier von der Bühne kommt. Das passt. Okay. Online so. Gibt es jemanden? Ja? Online gibt es jemanden? Online gibt es niemanden. So ist es. Es kommt, ich habe gelesen, es gibt 3 Session-Pitches. Die machen wir aber dann hinten einmal durchs Programm durch sind. Das müssen wir jetzt zwischen Slack und dem Programm wechseln. Genau, dann gehen wir in die zweite Runde, 11 Uhr. Da ist die Sandra Schmidt und Simon Dückert. Genau, ich weiß nicht, ob die Sandra schon da ist. Wir haben die Idee, einen LernOS-Hub haben wir es mal als Arbeitstitel genannt, also so eine Anlaufstelle zu LernOS, selbstorganisiertem Lernen im Intranet. Und der Gedanke ist quasi, das hat der Shaquille, der war mit dem Lex von der Telekom jetzt die letzten Jahre immer dabei in der LernOS Convention. Ne, die haben da so das formelle, informelle Lernen auf Augenhöhe auf einer Seite dargestellt und wir wollen quasi so eine Copy-Paste-Inhalt erstellen, mit dem man dann zum Beispiel auf SharePoint Online mit einer zugehörigen Yammer-Community und einem Circle Finder intern sozusagen so eine Infrastruktur aufbauen kann, die man dann eben bei sich selber ins Intranet kopieren kann. Und da würde ich mal das Konzept vorstellen, was so die Grundidee ist. Wir würden einsammeln, was euch so interessiert, was da rein soll und dann in den nächsten 1-2 Monaten so über den Sommer sozusagen die Inhalte erstellen, dann so ein Feedback-Loop machen und dann das Ergebnis vorstellen. Und die Seite, die dabei ist von der Basler Versicherung, die haben bei sich auf Basis von Microsoft Lists so einen Circle Finder gemacht. Also der funktioniert so ähnlich wie der Peer Finder vom Leonid und den würde sie dann mal live zeigen in der Session. Wunderbar. Dann Alfred, oder die haben wir gerade, genau. Die haben wir schon. Thomas Jennebein. Thomas? Ja. Hallo zusammen. Ja, also wir wissen alle, dass viele Projekte, auch IT-Projekte, scheitern. Wegen den sogenannten weichen Faktoren, weil die eben nicht berücksichtigt werden. Da gibt es schon seit vielen Jahren Ansätze, Change Management, ich denke, kennen viele von uns. Und da ich ein absoluter Fan bin von LernOS, wollte ich einfach mal diskutieren, was für ein Leitfaden wird im Rahmen von IT-Projekten Sinn machen, um Change-Aktivitäten zu unterstützen. Ob es jetzt für Change-Agent-Netzwerke ist oder vielleicht Change-Kompetenzen aufzubauen. Ich habe jetzt am letzten Leitfaden erst mitgearbeitet. Jetzt hätte ich Lust, mal wieder neuen zu machen, eben zu Change Management. Und ich freue mich, wenn Leute dazukommen. Danke dir. Wunderbar. Wir haben, Benedikt, machst du den Ton ein bisschen leiser und wir nehmen das Mikro ein bisschen näher an den Mund, weil der ist so knapp am Rückkoppeln. Und genau ein bisschen meiner in die Bühne reingehen, genau. Dann Magnus Rode. Guten Morgen euch alle. Ich hoffe,
Ich bin gerade komplett überfordert über unsere Entscheidungen heute, aber ich hoffe, dass ihr alle Zeit machen könntet, um 11 Uhr nach unserer Session zu kommen. Wie wir gestern gesagt haben, wir werden über unsere digitale Zusammenarbeit Leitfaden durchgehen. Eine besondere Einladung für die Leute, die nicht präsenz- und physikalisch hier sind. Wir haben ein Concept Board von Magnus. Wir werden durch diese Concept Board gehen. Wir hoffen, dass es richtig gut hybrid läuft. Und ja, wie gesagt, gestern, wir freuen uns. Wir haben auch schon viele Leute, die mitmachen wollen. Ne? Danke, dass ihr mich schon gesagt habt, dass ihr dabei werdet. Ja. Und wenn ihr es doch nicht schaffen solltet, falls um 11 Uhr eine andere Veranstaltung parallel ist, wo ihr hin wollt, ihr könnt einfach euer Kärtchen auch nochmal in unsere Session-Bereich reinschieben. Da gibt es extra so einen Bereich. Meldet euch bei uns, dann nehmen wir mit euch nochmal Kontakt auf, wenn ihr Interesse habt an Leitfaden. Sehr gut, danke euch. So, dann Ragnar Heil, bist du da? Die Session ist online, ne? Das sind die letzten zwei. Ich glaube, er ist nicht da. Ragnar, bist du da? Schon? Nee. Also Ragnar wird Knowledge Management von Microsoft vorstellen, insbesondere so die Updates, Viva Learning. Ich hatte ihn gebeten, auch ein bisschen was zu sagen zu Microsoft Goals, was jetzt kommt, was also ein Zielmanagementsystem ist, so ein OKR-System, was für uns in LernOS natürlich total spannend ist. Also wer da so ein bisschen up-to-date bleiben will, was im Microsoft-Universum Neues kommt, für den wird die Session interessant. Ja, wunderbar. Dann Digital School Story, Harald Schirmer und Christian Kaiser. Christian, bist du schon da? Nee, aber der Harald macht es dann alleine. Ja, der Christian kommt bestimmt auch noch. Digital School Story ist irgendwann mal entstanden bei einem Hackathon Wir für Schule. Nina Mühlens, habt ihr bestimmt schon mal auf LinkedIn gesehen oder sowas, und die versuchen wir zu rocken, weil wir einfach glauben, dass es in den Organisationen eigentlich schon viel zu spät ist, die digitale Transformation anzufangen. Darum gehen wir in die Schulen. Das hat aber ganz viel auch mit euch, mit den Organisationen zu tun, weil man da natürlich super kooperieren kann. Arbeitgeberattraktivität und lauter solche Sachen. Wir werden also eine Session machen, wir werden kurz vorstellen, was ist Digital School Story, was machen wir da drin, 12 Schritte, agiles Team, ein TikTok-Video wird am Schluss entstellt, das aber nicht in TikTok gestellt wird, also richtig geiler Scheiß, mit einem Haufen Energie, und ihr erfahrt vielleicht oder könnt mit uns dann diskutieren, wie wir das Ganze A weiterentwickeln können oder was es für euch, fürs Unternehmen, für euch persönlich auch bedeuten kann. Ich freue mich, wenn ihr da seid. Dankeschön. So, dann Mittagspause, die von 12 Uhr bis 13 Uhr geht, und dann um 13 Uhr... Ganz kurz, die geht von 11:45 bis 13. Ah ja, okay. Ihr habt ja gestern gemerkt, an der Essensschlange, da muss man so ein bisschen anstehen. Es wäre gut, wenn ihr nach der zweiten Sessionrunde relativ schnell zum Essen geht, insbesondere die Leute, die die Sessions um 13 Uhr machen, dass wir da keinen Verzug haben, weil das ist für die Leute, die online teilnehmen, blöd, wenn so eine Session 10 Minuten später losgeht. Ne? Das ja. Nur als Hinweis noch. Ja, war auch ein guter Hinweis. Die Sessions dauern wirklich 45 Minuten. Wir haben vorhin schon mal kurz gesagt, ein Erfolgskriterium für Barcamps ist diese absolute Pünktlichkeit. 45 Minuten sind keine 47, also lasst euch danach diese Wechselzeit. Die Zeit ist deshalb auch wichtig, weil Barcamps auch Veranstaltungen zum Netzwerken sind. Ihr baut euer Netzwerk auch aus, und ihr werdet merken, nach jeder Session gibt es den einen oder anderen, mit dem ihr unbedingt reden wollt. Also achtet darauf, dass ihr dann noch ein bisschen Zeit dafür habt. Also immer 3/4 Stunde Sessionzeit. Jetzt 14 Uhr. Da geht es um LernOS Leadership, das Experiment. Marianne. Warte, 13 Uhr erst, ne? Ah, 13, Entschuldigung. Hans-Joachim. Hans-Joachim Gerks, Bewegung in die Organisation bringen. Ah, guter Hinweis. So. Ja, 13 Uhr. Dativ Lern. Hi, wir sind Caroline und Benedikt von der Dativ, und wir halten unsere Session heute zu sechs, Simon ist auch dabei. Ihr habt gestern schon gehört von Julia Bangert, dass wir auf dem Weg zu einer lernenden Organisation sind und welche Transformationsaktivitäten alles unter dem Dach Dativ Lernt laufen. Das wollen wir heute in unserer Session in kleinen Lightning Talks aus verschiedenen Perspektiven anbieten. Und wenn ihr jetzt Interesse habt, Raum leer, 13 Uhr. Sehr gut, danke euch. So, den Hans-Joachim hat man. Dann haben wir als nächstes jetzt die Marie.
Marianne. Ja. Ja, hallo zusammen. Ich würde ganz gerne mit euch über das Thema Wiki sprechen, irgendwie ein Dauerbrenner. Tatsächlich ist es bei uns gerade so, wir haben ein Wiki relativ etabliert und ein großes Wiki bei uns im Unternehmen. Jetzt ist Microsoft 365 dazugekommen und wir merken, dass die User massiv überfordert sind in der Fragestellung, was machen sie denn jetzt eigentlich wo und warum brauchen wir überhaupt noch ein Wiki? Und wir versuchen da gerade so ein bisschen Hilfestellung zu geben und ich würde mich freuen, wenn ihr da Erfahrung habt und Lust habt, euch auszutauschen mit mir. Sehr gut. Okay. So, Stefanie Preisinger und der Hardy. Sind wir da. Ja, hallo zusammen, Hardy und ich, Steffi. Wir sind die dritte der Sessions zum LernOS-Faden zu Community Management. Und wir widmen uns der Fragestellung Leitfaden fertig. Okay, Team geht. Ciao. Und dann? Ja, und dann? Gute Frage. Was ist mit dem Leitfaden? Wie bleibt es zusammen? Wie kriegen wir neue Mitstreiter? Wer pflegt dieses Produkt? Wie machen wir dieses Ding zum richtigen Community-Produkt? Und welchen Raum brauche ich und welche Bedingungen müssen vorhanden sein, damit ich mich wirklich darauf einlassen kann und co-kreativ so ein Produkt entstehen lassen kann? Darüber möchten wir gern mit euch diskutieren, in den Dialog gehen und das auch direkt ausprobieren. Genau, und natürlich haben wir viele Ideen, aber wir möchten eure sammeln und gemeinsam ein paar Dinge dann wirklich zusammentragen und zusammenstellen. Danke. Wunderbar. So, dann Hybrider Fishbowl ist best in class. Frank? Ich möchte euch einladen, eine hybride Session mit mir zu gestalten. Das findet drüben beim Flügel statt. Und wir werden vielleicht ein bisschen imperfekt starten und nach euren Vorschlägen sukzessiv nach vorne gehen. Wir brauchen die Rückkopplung aus dem Remote, dass die sagen, ist nicht gut oder wir können euch nicht sehen, wir können euch nicht hören. Und dann überlegen wir, was wir uns machen können. Und wir nutzen den Halbkreis mit einer Stuhlgruppe und den Halbkreis Remote, dass wir die anderen Teilnehmer sehen. Und jetzt möchte ich noch eine Einladung sprechen. 12 bis 1 findet jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von der Gesellschaft für Wissensmanagement das Knowledge Café statt. Wenn ihr jetzt keine Lust habt zum Essen gehen oder denkt, ach, ich habe schon so viel gegessen, dann kommt doch einfach vorbei und wir gucken mal. Ich werde nicht die ganze Zeit dabei sein, weil ich den 13 Uhr die Session habe. Aber hier sind so viele von der GFWM oder so viele Poste online. Den Link doch auf Slack, dann wissen es alle. Poste den Link auf Slack, dass wir mit den Sessions Slack vorankommen. Danke dir, Frank. Dann haben wir den Jochen. Ja, hallo. Ich hatte so große Lust auf eine Präsenzveranstaltung, dass ich sogar spontan hergekommen bin. Bin total gespannt auf den Tag und möchte auch ein Angebot machen natürlich, und zwar Lernen ohne Sprachbarrieren. Ich habe mich die letzten 2 Jahre ziemlich tief reingegraben in so ein Spezialthema des Wissensmanagements, würde ich mal sagen, nämlich mehrsprachige Inhalte und automatisierte Übersetzungen von einer Sprache in die andere. Und was wir da technisch geschaffen haben, das kann ich gerne auch live zeigen. Ich habe das Ganze so Untertitel quasi Werkstattbericht genannt. Ja, ich lasse euch da gerne mal ein bisschen auch unter die Motorhaube gucken. Das ist quasi ein Content-Management-System, was eigentlich eher aus dem journalistischen Bereich kommt, aber sich total gut transferieren lässt auf Wikis oder Intranets oder irgendwelche Mitarbeiter-Communities. Das also per Default alle Inhalte direkt übersetzt in 5 Sprachen. Und du kannst dann beim Suchen und Stöbern halt Sachen finden, nach denen du gar nicht gesucht hast. Also du findest italienische Inhalte, wo vielleicht Germania drin steht und gar nicht Deutschland. Oder englische Inhalte, wo Germany stand. Oder französische, wo Alemannia steht. Das ist ziemlich faszinierend und ich lade euch ein. Ich glaube, der Raum heißt Naboo oder ist es virtuell, glaube ich. Müssen wir mal gucken, wie ich virtuell, das genau organisiere. Also ja. Naboo ist jedenfalls der Codename und um 13 Uhr. Ich freue mich auf euch. Danke dir. Das war mal eine virtuelle Session in der Präsenz angekündigt. Sehr gut. Genau, dann bist du dran.
Ja, die Corporate Learning Community hat sich eine Vision 2017 gegeben. Das ist schon eine Weile her. Die muss jetzt überarbeitet werden. Es gibt einen Vorschlag. Wir würden gerne mit euch darüber reden, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Es soll so eine Erweiterung in Richtung lernende Organisation geben. Und da brauchen wir auch ein paar Hinweise noch von euch. Wir stellen uns das kurz vor, euch kurz vor, und dann würden wir euch bitten, eure Gedanken dazu noch einzubringen. So. Sehr gut. Danke. Dann haben wir die Marianne. Jetzt, genau. Ja, hallo zusammen. Wir haben den LernOS Leadership Guide mit 100 Teilnehmern pilotiert. Ich habe Ende Juni eine Umfrage gemacht und am Wochenende die Ergebnisse ausgewertet. Die werde ich präsentieren. Wir werden in der Session diskutieren. Ich mache auch einen kleinen Piloten noch bei der Bundesbank, werde ich auch kurz berichten. Und so der Fokus liegt darauf, LernOS Leadership, die Lernreise als Instrument der Personal- und Organisationsentwicklung einzusetzen. Sehr schön, danke dir. Dann Sven. Da ist er. Genau, hallo in die Runde. Meine Session wird zweigeteilt sein. Ich will euch gerne abholen, was wir heute schon mit KI beim Lernen machen. Und im zweiten Teil würde ich gerne von euch Experten aus dem Learning wissen, welchen Bedarf ihr noch seht und welche Ideen ihr habt, wo denn die KI zukünftig noch besser helfen könnte, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann tatsächlich im Lernen durch die KI zu unterstützen. Also wie gesagt, zwei Teile, sehr interaktiv und 14 Uhr Raum Yoda. Sehr gut. Und dann der Boris. Genau, der ist online, glaube ich. Boris? Genau. Ja, könnt ihr mich hören? Sehr gut. Super, guten Morgen. Ja, wir nehmen, Christian Kaiser und ich, um 14 Uhr den Impuls auf von Julia Bangert gestern, dass man Lernen und Arbeiten nicht entkoppeln sollte. Und wir wollen mit euch darüber diskutieren, wie das in einem Arbeitsalltag funktionieren könnte. Ich bin übrigens ganz freiwillig hier und freue mich auf eure Perspektiven. Und wir sind im Raum R2D2. Sehr gut, danke dir. Dann die Sandra Kiel und Engin Eser. Die müssten auch online sein, wenn. Scheinbar noch nicht da. Die machen, so ähnlich wie wir mit Mindtest gestern gespielt haben, quasi Serious Play auf Minecraft. Also die machen so Workshops und Formate in dem Tool Minecraft und das würden sie mal vorstellen. Also da geht es nicht darum zu spielen selber, sondern mal vorzustellen, was man damit machen kann und wie man das machen kann. Genau, und dann haben wir, ich hatte ja gesagt, wir haben noch freie Slots, wie das immer so ist. Der Sessionplan füllt sich magisch, automagisch. Wir haben im Kanal Session Pitch genau drei Einreichungen noch. Die Katharina könnte mal nach vorne kommen, die war die erste. Wir haben zwei Katharinas, Lobeck. Dann die Katharina Nolden ist, glaube ich, online. Die kann für die Liberating Structure Session einspringen. Und die Franziska Rabe hat noch einen Vorschlag. Die ist, glaube ich, auch online. Katharina, du kannst als erstes, du warst die Erste, du kannst die Zeit auch wählen. 10 oder, Moment, muss ich schauen, 10 oder 14. 10 habe ich die Leitfaden-Session, ne? Außer ihr macht die ohne mich. Müsste ich gerade noch mal kurz mit meinen Kollegen abstimmen. Auf jeden Fall wäre es gut, einen Live-Raum zu haben, fände ich super, weil ich hier bin, aber wenn das nicht geht, auch online. Nee, es sind leider gar keine Hybrid, es sind alles online nur. Okay, also ich stelle erst mal vor. Genau, ich habe gestern Abend ein paar Gespräche mit Leuten gehabt zum Thema Learning Circles und würde gerne eine Session anbieten zum Thema Lernen ohne Lernpfad. Wir machen bei uns im Unternehmen die Erfahrung, dass die Learning Circles zwar manchmal fliegen, aber oft auch nicht. Manchmal fühlen sich Leute so zwischendurch so ein bisschen bevormundet und sagen, eigentlich wollen wir was ganz anders machen, was in dem Guide steht. Und dann sagen wir mal, ja, das könnt ihr auch. Und ich würde mich gerne darüber austauschen, was sind denn eigentlich so die Kriterien, die dafür sorgen, dass gutes Lernen irgendwie stattfindet. Die Learning Circles, greifen die irgendwie auf und die Lernpfade. Ich habe da ein paar Ideen, so ne, wie Verbundenheit oder einem Ziel zuarbeiten, sich gegenseitig irgendwie verpflichtet fühlen. Und würde mich total interessieren, was ihr da für Erfahrungen macht. Also unstrukturiertes Lernen durch gute Prinzipien begleiten. Wie geht denn das Beyond Lernpfade? Das war's. Wie hätte ich es gesagt? Wie hätte ich es vorhin genannt? Das war sehr lang, ne?
Lernen ohne Leitfaden. Ja, Lernen ohne Lernfaden. Genau. Jetzt genau. Musst du nur noch sagen, 10 oder 14? Was sagt dein Team? Ja, ich habe um 10 habe ich die Session zur Communities. Tanja sagt es okay. Macht ihr das dann ohne mich? Okay, 10. 10, okay. Danke dir. Vielleicht, Nicole, du könntest das am Concept Board schon mal eintragen. Super, du nix. Perfekt. Dann zweite war die Katharina Nolden. Liberating Structures, Ersatzsession. Bist du da, Katharina? Ich bin hier. Also, schieß los. Ja, ich übernehme gerne die Session, weil ich das selber auch schon viele Jahre in Präsenz und in online durchgeführt habe und würde einmal erzählen, was verbirgt sich dahinter, was kann man damit machen. Und wenn mir jemand kurz erklärt, wie man Breakout-Sessions in Teams macht, dann können wir auch mal was ausprobieren. Die Breakout-Sessions kommen aus unserem Tenant, da kannst du leider keine Breakouts machen. Du müsstest einen extra Teams-Link bereitstellen, der aus deinem Tenant kommt, weil nur der Organizer kann Breakouts machen. Ja gut, sonst könnte ich nur in Zoom einladen. Das kannst du auch machen. Ja, dann, wenn die Nicole die Session aufs Concept Board packt, dann packt da einen Zoom-Link dazu und wir übertragen den dann ins Programm. Okay, mache ich. Hast du das für dich? Ja. Und 10 Uhr oder 14 Uhr? Gerne um 10. 10 Uhr, okay. Das ist dann Raum, also Katharina, du bist dann in Raum Aldaran und also Katharina Lobeck und Katharina Nolden im Raum Nabu. So, und dann haben wir die Franziska noch. Ja, genau, der Applaus. Franziska, Sessionvorschlag, ja. Gesellschaftliche Verbindungen schaffen, 14 Uhr dann, dein Pitch. Ja, genau, also es ging quasi gestern, wir haben online schön diskutiert und unter anderem ein Zitat, was scheinbar auch beschäftigt hat, weil wir alle daran inbegriffen sind. Ich habe mit einer Freundin mal diskutiert, was wir hier eigentlich so machen, wenn wir uns hier treffen. Und sie hat gesagt, Mensch, Franziska, ihr beschäftigt euch mit der Kirsche auf der Schwarzwälder Kirschtorte. In meinem Unternehmen suchen wir noch das Mehl. Und das hat gestern irgendwie so zur kleinen Diskussion angeregt. Und ich fand einfach das, was wir alle schon intus haben, dank euch auch, ist, dass wir als Barcamper eigentlich alles möglich machen können. Wir können jetzt auch hybrid und online und also Präsenz. Und ich will einfach nur gucken, wie können wir eigentlich daraus gesellschaftlich Verbindungen schaffen und eben aus unserer Blase raus andere Menschen erreichen, um Probleme zu lösen, die uns alle betreffen. Und da würde ich mich freuen auf den Austausch. Und sag mal einen Titel, unter welchen Titel tragen wir? Gesellschaftlich Verbindung schaffen, was wir Barcamper möglich machen können. Aha, okay. Genau. Nicole hat es bestimmt schon gecopy-pastet aus Slack. Danke. Sehr gut, danke dir. Ja, dann haben wir noch die 4 Assemblies. Da würde man auch die Leute, die die Assemblies machen, nach vorne bitten. Das wäre der Marcel, der Stefan, der Carsten, der Andreas, der Alfred, die Sandra und ich. Fangen wir vielleicht, genau, wir machen es von links nach rechts. Erstmal Content Curation. Ja, machen wir es der Reihe nach. Ja, hi, guten Morgen. Ihr könnt es wahrscheinlich schon nochmal hören. Genau, wir können mit. Ihr könnt es wahrscheinlich schon nochmal hören, aber wir haben den Content Curation Guide dabei. Das ist irgendwie ein geteiltes Dokument. Da wollen wir mit euch ein bisschen durchgehen und dann euch auch vielleicht ein paar Arbeitsaufträge geben, dass ihr sagt, ja, schaut euch mal einfach wirklich Teile an und gebt uns Feedback und ihr könnt auch in den, also in den Guides drin auch arbeiten. Und wir wollen dann morgen in einem Hackathon, wollen wir das Ganze irgendwie auf GitHub stellen. Da habe ich ein bisschen Schiss davor. Mehr gibt es nicht zu ergänzen. Also es geht darum, das morgen öffentlich zu haben und dann könnt ihr es alle nutzen, hoffentlich. Das ist das Ziel und das ist die Challenge. Sehr cool, danke euch. Dann die Wissensmanagement-Assembly, Carsten und Andreas. Ja, guten Morgen, Andreas von der Gesellschaft für Wissensmanagement. Wir bieten an die Wissensmanagement-Assembly, Carsten und ich. Und das ist ein Riesenthema, das ist auch das Thema dieser Veranstaltung. Sehr breit, wir laden ein zum Café, zum Austausch. Wir werden ein bisschen die Best Assets der Gesellschaft für Wissensmanagement darstellen. Und auch ja, Modelle zum Wissensmanagement, etwas theoretischer, aber auch, denke ich, sehr wichtig, um sozusagen eine Basierung auch zu haben zum Thema.
Dazu wird Carsten noch kurz was sagen. Außerdem begleiten wir die Assembly auch im Slack. Und außerdem bieten wir noch ein paar kleine Goodies an. Und wer heute es nicht schafft, wir machen auch eine Veranstaltung in 3 Monaten. Dazu habe ich hier schon so ein paar Flyer angeklebt. Da könnt ihr mit einem QR-Code auch gucken, was da ist. Dann ja, sehr Carsten. Schön. Fast nichts mehr zu ergänzen, danke. Genau, wir haben eine kleine Modellschreinerei da aufgebaut und versuchen ansonsten auch All You Can Ask About Knowledge Management zu beantworten. Genau, du hast gesagt, wir haben den Kanal. Den Kanal bitte auch nutzen, falls wir mal nicht da sind, weil es uns doch auch in die ein oder andere Session zieht. Dann einfach im Kanal was posten, dann nehmen wir Kontakt mit euch auf. Jetzt wisst ihr, wie wir aussehen. Die, die hier sind, können uns dann so einfach ansprechen. Ganz analog. Sehr schön, danke euch. Meine, die Gesten nicht richtig angekommen. Also die Assembly ist da vorne rechts für die im Raum. Ja. Dann haben wir den Alfred und die Sandra mit der Woll-Assembly. Genau, Woll ist heute unser Thema. Die Woll-Assembly ist da hinten, da, genau da, wo gewunken wird, wenn ihr das sehen könnt. Genau, es geht uns um Working Out Loud, sichtbar machen. Und wir haben da schon diverse Erfahrungen gesammelt und wollen die gerne mit euch teilen, für diejenigen, die es interessiert. Es liegt auch ganz viel Literatur da und wir werden auch immer mal in einer Session sein, vor allem 10 Uhr, weil wir die selber machen. Genau, also sprecht uns gerne an, Working Out Loud. Wir finden es total cool. Willst du noch was sagen? Nee, doch. Danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr gut, danke euch. Vielleicht noch als Hinweis, wir haben ähnlich wie bei uns aus der Bibliothek die Wissensmanagement-Bücher hier vorne stehen, auch für die Woll-Assembly alles rausgekramt, was bisher so in Buchform erschienen ist. Das liegt auf dem Assembly-Tisch, Auslageexemplare, es wäre schön, wenn das heute Abend noch da liegen würde. Und der Magnus betreibt das Woll-Wiki und in dem Woll-Wiki gibt es eine Seite, wo alle Materialien verlinkt sind, bis zurück zur Version 3, die es heute noch so gibt. Na, die eine oder andere ist ja depubliziert mittlerweile, aber in dem Woll-Wiki von Magnus hat man da noch Links. Da könnte man in den Slack-Kanal dann auch noch den Link auf die Seite posten. Genau, dann haben wir noch die Podcasting-Assembly. Die steht da drüben. Da steht im Prinzip so ein Rodecaster Pro mit 4 Headsets und ein Rechner. Den werden wir auch nachher noch in den Slack-Huddle reinnehmen, dass sozusagen der Rechner die ganze Zeit in dem Slack-Huddle ist und man kann sich da an den Tisch setzen und mal so ein bisschen schauen, wie das sich anfühlt, wenn man sich selber hört und andere hört über so ein Podcast-Headset. Wenn euch das interessiert, sprecht den Karl-Heinz an oder mich an oder der Leonid kennt sich auch damit aus. Leonid, wo bist du? Da, der junge Herr, der da winkt, der kennt sich da auch gut mit aus. Also da kann man auch mal ein bisschen erklären, was da so an Hardware steht, was das kostet, was es für Alternativen gibt. Genau, und man kann sich eben dann mit den Leuten remote unterhalten. Also wer remote dann in die Podcasting-Assembly, in den Slack-Kanal geht, der ist dann dort verbunden. Ja, aber nutzt es nicht bloß, um Podcast kennenzulernen, sondern vielleicht nehmt ihr euch vor, nach einer Session kurz die Dokumentation einzusprechen. Also so 2 Leute, die aus der Session kommen und sagen, komm, was hast du jetzt gerade mitgenommen und unterhaltet euch da 2-3 Minuten miteinander. Man kann es dort aufnehmen und vielleicht haben wir damit eine schöne Dokumentation. Das wäre eine gute Möglichkeit. Vielleicht die Sessiongebenden, als dass ihr so ein bisschen darauf achtet, ihr könnt ja 1-2 Leute ansprechen aus der Session, seid ihr nicht bereit oder ihr macht selber ein Interview mit einigen von den Session-Teilnehmern. Genau, dann haben wir, bevor wir dann jetzt quasi kurz nochmal Pause machen, dass ihr euch auf die Session-Räume verteilen könnt, so ein paar kleine Hausmeistersachen noch. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass dieses Hotspots-WLAN nicht sehr breitbrüstig ist. Der Frank hat gestern noch einen LTE-Würfel aufgestellt. Da wäre vielleicht gut, wenn die Session-Owner dann mit Concept Board oder irgendwas arbeiten, mit ihren eigenen Rechnern reingehen, sich vorne am Infodesk die Zugangsdaten dazu zu holen. Der ist so ein Tick schneller. Essen hatte ich gesagt, pünktlich. Session-Slots haben wir gefüllt. Chat ist im Slack. Also nicht wundern, dass in Teams die Chats nicht aktiviert sind. Jeder Raum hat einen eigenen Slack-Kanal. Raum-Layer, Raum-Loop. Da ist der Chat und es hängen überall so Poster, da sind unten auch QR-Codes dran. Wir hatten ja gesagt, wenn ihr so quasi ein Handy oder irgendwas als Second Device mitnehmt, einfach QR-Code scannen und wenn ihr Slack auf dem Handy habt, springt ihr sofort sozusagen genau in den Kanal, der zu dem Raum gehört, dass er da schnell hinkommt. Ja. Warte kurz, mach mit Mikro. Oben sind Kabel, wenn ihr jetzt eine Remote-Session habt und ihr wollt Strom oder dergleichen. Ja. Oben ist die Sofas und die Bar und so oben und da sind Stromkabel und
Darf ich nur kurz rein? Ja. Und wenn ihr twittert, was ihr hoffentlich tut, und das macht ihr ja schon reichlich, nutzt diesen Hashtag, der steht auch da vorne, LOSCON22, teilt euch einfach euer Wissen mit der Community und ihr werdet sehen, dass ihr noch viel mehr lernt von den anderen auch. Genau. Zwei kleine Slack-Punkte noch. Ich habe Slack mal gerade geteilt. Mich hatte der eine oder andere gefragt, wie kommt man schnell zum Programm oder schnell zum Whiteboard. Ihr seht oben in Slack, wenn ihr im Allgemeinkanal seid, ist das Programm gepinnt und das Whiteboard gepinnt. Also da kommt ihr sozusagen mit einem Klick dorthin. Wenn ihr auf dem Handy seid, muss man einmal auf das Wort allgemein, also auf den Kanalnamen allgemein klicken und dann fährt ein Menü aus und dort sieht man unten die gepinnten Links. Und da ist man auch sofort mit einem Klick beim Programm. Und wir haben automatisierte Posts eingestellt, die immer 10 Minuten, bevor die Sessions starten, quasi ankündigen, dass die Session kommt. Irgendjemand hat sein Mikrofon heiß, vielleicht kurz muten, dass die Session kommt, mit dem Link immer aufs Programm. Dann könnt ihr direkt gucken, was dann im jeweiligen Slot ist. Und 5 Minuten, bevor die Sessions zu Ende sind, kommt ein automatisierter Post, A, dass die Session dann zu Ende ist und B, der Hinweis nochmal, was Hans gestern gesagt hat, auf dieses Formular, wo ihr zu jeder Session mal so eure Hybrid-Experience mit so 3, 4 Fragen, das geht ganz schnell. Also die Idee ist, dass ihr nach jeder Session, wo ihr teilgenommen habt, einmal kurz das Formular aufmacht und dann sagt hier, ich war in der Session Luke, 13 Uhr, das war gut, das war schlecht, das wäre ein Vorschlag, absenden, fertig. Der Hans wertet es dann hinterher aus und den Report werden wir dann veröffentlichen, dass wir so ein bisschen über hybride Events lernen und was vielleicht gut funktioniert und was besser sein könnte. Ja. So, und noch ein letzter Hinweis. Ihr könnt ja in den Sessions, ihr sollt ja den Second Screen mitnehmen, auch in die Teams-Session mit hineingehen. Dann könnt ihr auch leichter sehen, was da so präsentiert wird. Achtet aber immer darauf, wenn ihr in den Sessionräumen seid, dass ihr alle Audioquellen abgeschaltet habt. Also Lautsprecher aus und Mikrofon aus, denn sonst gibt es da unangenehme Rückkopplungen. Ne? Das war's. Dann glaube ich, genau. Hätten wir alles besprochen. Um 10 Uhr geht's los, 13 Minuten sind und um 15 Uhr, denkt bitte dran, pünktlich wieder hier zu sein. Das ist dann nach der letzten Session. Dann wollen wir den Abschluss vom Tag machen und wir garantieren euch, länger als 16 Uhr braucht er nicht da sein. Wir sind pünktlich zu Ende. Und wenn nicht da ist, verpasst das coole Outro-Video. Es gibt nämlich auch noch ein cooles Outro-Video. Also viel Spaß heute in den Sessions. Hört mich jetzt nur hier intern? Ja, kann ich? Ja. Die anderen gucken nicht. Wir sind zu hören und haben gleichzeitig wunderhübsche Musik jetzt hinten dran. Das ist quasi der Rausschmeißer. Entweder 11 Minuten drüber labern oder schon direkt in die MS. Ja, also Hauptsache ich bin nicht im Hauptraum zu hören, dann ist ja alles gut.